Ja, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Wem gehört die Stadt? Schon seit Jahren und verschärft seit Corona bekommen wir mehr und mehr Einschnitte ins öffentliche Leben zu spüren. Die letzte Zuspitzung waren die Betretungsverbote für Jahninsel und Griesaspitz und das Alkoholverbot in der gesamten Innenstadt. Damit wird unter anderem die massive Polizeipräsenz und die Aufrüstung der Blauhemden vom Ordnungsamt legitimiert. Seitdem vergeht kein Wochenende ohne Stress und Schikanen durch Uniformierte. Da kann man nur noch Hass bekommen. Ausgenommen vom Alkoholverbot sind übrigens alle Gastronomiebetriebe. Nicht verwunderlich, wenn man die Vorgeschichte der Verbote untersucht. Erinnert ihr euch an die Kampagne Fair Feiern? Mit einer teuren Werbekampagne wurde auf den ersten Blick für sinnvolle Ziele geworben. Vor allem Rücksicht beim Feiern auf andere und auf vermeintliche AnwohnerInnen. Wer diese AnwohnerInnen sind, kann man auf der Webseite der Initiative nachlesen. Es handelt sich dabei in erster Linie um EigentümerInnen von Gastrobetrieben. Diese Initiative, die außerdem von Stadt- und Ordnungsamt getragen wird, hat entscheidend die Diskussion um die Illegalisierung von Feiern außerhalb von Bars und Clubs vorangetrieben. Dahinter stehen offensichtlich Profitinteressen. Klar, dass den Leuten, denen die Kneipen gehören, dass sie genervt davon sind, wenn wir uns in den Straßen und auf den öffentlichen Plätzen aufhalten. Sie verdienen natürlich nur, wenn wir stattdessen bei ihnen sitzen und deren Bier für bis zu 4 Euro trinken. Manche können sich das zwar leisten, viele aber eben auch nicht. Das bedeutet, dass diejenigen mit weniger Geld aus der Stadt verdrängt werden. Also, wem gehört die Stadt? Wir! Ja! Es ist doch erschreckend, wie reiche Leute das Stadtbild gestalten können. Das Ganze ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie ein paar weniger am längeren Hebel sitzen, nur weil sie Eigentum haben. An Grund und Boden, an Wohnraum, an Produktionsmitteln, zum Beispiel eine oder mehrere Kneipen. Interessant ist dabei auch, dass Immobilien derzeit als Kapitalanlage schon fast Standard sind. Für jeden, der auch nur ein bisschen Geld hat. Somit aus Geld noch mehr Geld, ohne dass man viel dafür tun muss. Ob in den Häusern oder auf den Grundstücken dann tatsächlich jemand wohnt oder nicht, ist eher Nebensache. Solange Mieten und Grundstückspreise weiter steigen, ist Wohnraum eine sichere Investition. Denn Wohnen ist auf der anderen Seite immer noch ein Grundbedürfnis und genau daran wird verdient. Also, wem gehört die Stadt? Uns! Es gibt noch die andere Seite. Wir Menschen haben alle ein Bedürfnis nach Wohnraum. Wir haben ein Bedürfnis danach, uns mit unseren Freunden auf der Jahninsel zu treffen, weil wir zum Beispiel keinen Garten haben. Ob zum Wohnen, zum Feiern, für Kultur, Sport oder Bildung. Wir brauchen Räume, die wir nutzen können, ohne viel Geld zahlen zu müssen. Die Stadtverwaltung kann und wird uns das nicht bieten. Private EigentümerInnen erst recht nicht. Dabei könnten wir solche Räume doch selbst organisieren und verwalten. Mehr als 100 Leerstände im Leerstandsmelder. Mehr als 100 Möglichkeiten für Wohnprojekte von Wohnungslosen und anderen motivierten Menschen. Mehr als 100 Möglichkeiten, Räume für Musik und Kunst jenseits von Konsumzwang nutzbar zu machen. Mehr als 100 Möglichkeiten, die Gestaltung unserer Stadt in die eigene Hand zu nehmen und sich selbst zu organisieren. Hier ist ein Zitat von Abu Öcalan. Eine demokratische Gesellschaft benötigt eine im höchsten Maße organisierte Gesellschaft. In Anbetracht dessen, wie unsere Stadt momentan verwaltet wird, müssen wir anerkennen, dass wir nicht in einer Demokratie leben. Es liegt an uns allen, uns zu organisieren, Räume zu schaffen, die nicht nur einem Selbstzweck dienen, sondern langfristig die Überwindung dieses menschenverachtenden Systems zum Ziel haben. Lasst uns hier und heute mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft beginnen. Bullen, Bonzen und Touris raus aus Regensburg für eine Stadt von unten. Yeah.